Edith Wolf-Funkeler, sensationell die zweite Medaille im zweiten Rennen. Hätten Sie gedacht, dass es länger könnte? Am Schlusssport nicht. Ich habe nicht gewusst, wo ich bin. Ich bin nicht so gut ins Rennen gestartet. Und ich hatte ein paar 9 und absolut keine Kontrolle. Und die Bahn war sehr schlecht eingestellt, weil ich vom Warm-up keine Möglichkeit hatte, weil es Bahn 9 eigentlich gar nicht geht auf dem Warm-up. Und somit musste ich wirklich ins Rennen reinkommen. Und ich bin einfach durchgefahren. Ich bin wieder über die Ziellinie gekommen und ich habe nicht gewusst, bin ich dritt, viert, fünft. Und mit dem dritten Platz, das ist ein absolutes Optimum rausgeholt, was ich im 400er machen kann, weil es ist meine kürzeste Sprintdistanz. Und ja, es gibt keine Worte dazu. Ich bin voll mega glücklich, super cool. Sie sprechen Bahn 9 an, Sie sind auf der Aussenbahn gestartet, ist bei den Fußgängern nicht beliebt. Wie ist es bei Ihnen im Rollstuhl? Ist es ein Vor- oder ein Nachteil? Ich sehe es auch eher als ein Nachteil. Mir ist nicht gerne außerhalb. Mir ist sehr nahe, wo man abkommt und mir Konkurrenz auch gar nicht im Griff. Aber ich habe probiert, einfach das zu machen, was ich habe. Ich kann es nicht ändern. Ich habe das auch als Chance genommen und sagen, hey, ich fahre allen voraus und gehe so lange, wie ich kann. Aber es ist eine Einstellungssache und es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu fahren. Und ich bin froh, habe ich kein Rennen mehr, wo ich auf der Bahn 9 ringsum fahren muss. Am Mittwoch steht das 800 Meter Rennen auf dem Programm. Wie sieht Ihre Vorbereitung bis dann aus? Morgen früh, ich weiss noch nicht genau welche Zeit, haben wir das Halbfinale. Und zuerst heisst es mal, das Halbfinale schaffen. Und dann stehen wir dann hoffentlich am Mittwochabend wieder im Finale. Und dann fangen wir wieder bei Null an und probieren möglichst gutes, perfektes Rennen zu zeigen, dass ich zufrieden sein darf, wenn ich über die Ziellinie fahre. Sie schaffen es regelmäßig an Grossanlässen, Paralympics, WM, EM, Ihre Bestleistung abzurufen. Woran liegt das? Das ist ein Spitzensportler wahrscheinlich und im richtigen Moment können parat sein, aber ein Rezept dafür gibt es nicht. Es ist sicher eine ganz harte Arbeit dahinter und das hat jeder Sportler und jeder seine Vision ist, mal Olympiasieger können zu werden und das ist so bei mir. Ich bin auf der glücklichen Seite, aber es hat noch nicht immer Hochs gegeben, es hat auch Tiefs gegeben, aber vielleicht genau das macht ihn stärker. Und jetzt muss ich wirklich sagen, in diesen beiden Läufen, wo ich jetzt Medaille geholt habe, ist das Glück definitiv auf meiner Seite gewesen. Aber ich weiss auch, wie es sich anfühlt, wenn man Vierte wird.